Ja, vielen Dank. Wir stehen heute wieder, wie jeden Samstag in diesem Jahr, hier vor der US-Botschaft, weil wir eine Botschaft haben. Im Prinzip geht es darum, so wie das meine Vorrednerinnen und Vorredner gemacht haben, aufzuklären, zu informieren, Fakten darzulegen über das Verhältnis der USA zu seinen Nachbarstaaten, aber auch weltweit. Das wurde ja gerade schon ausgeführt. Und vor dem Hintergrund, dass die USA gegen Kuba seit über 60 Jahren keinen Versuch, kein Mittel unversucht lassen, diese sozialistische Gesellschaft, diesen Entwicklungsweg zu stören und zu hemmen und Regime-Change zu versuchen, haben wir uns entschlossen, weil jetzt in den letzten Monaten die Sanktionen und die Subversionen gegen Kuba von Seiten der USA noch verschärft wurden, eine große bundesweite Aktion durchzuführen unter dem Titel Unblock Cuba. Organisiert hauptsächlich von der Jungen Welt, der Tageszeitung, aber unterstützt von Dutzenden anderen Organisationen, werden im Vorfeld und im Umfeld der nächsten UN-Vollversammlung, die am 6. und 7. November in New York im Headquarter der Vereinten Nationen stattfinden wird, wird eine Kampagne durchgeführt. Die Kampagne hat zum Ziel zu informieren, aber auch darüber zu informieren und Druck zu machen, dass die westlichen Regierungen sich nicht weiter als Marionetten der US-Regierung gegen Kuba und gegen Venezuela und andere Länder instrumentalisieren lassen. Das ist leider der Fall. Es wurde eben auch gerade schon auf den deutschen Außenminister hingewiesen, der jemanden, einen selbsterklärten Präsidenten, sogenannten Präsidenten in Venezuela anerkannt hat, entgegen dem Völkerrecht, entgegen vielen anderen Gesetzen und Regeln und entgegen auch der UN-Charta und sogar den eigenen Gesetzen von Venezuela. Also das sind unverschämte Aktivitäten, und mit der Kampagne Unblock Cuba wollen wir auf solche Missstände, auf solche Ungerechtigkeiten hinweisen und gegen sie vorgehen. Unblock Cuba ist der Versuch, dass wir in drei Ländern, in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich, aber auch in der Schweiz, in Dutzenden von Städten große Werbeflächen mieten werden, wo wir auf dieses Thema hinweisen und gegen die Blockade der USA gegen Kuba kämpfen und hinweisen wollen, informieren wollen. Es wird dazu noch unterstützend Aktivitäten geben, Sit-ins, vielleicht auch Die-ins, andere Aktivitäten, die kreativ sind und darauf hinweisen, welche Ungerechtigkeit hier teilweise auch in unserem Namen passiert. Und wir werden hier in Berlin auch eine große Aktion machen, die gerade vorbereitet wird, und uns haben viele Solidaritätsgruppen aus anderen Städten schon signalisiert, dass sie vor diesen großen Werbeflächen in den verschiedenen Städten auch Aktionen durchführen wollen, sei es mit Mojito, Glühwein oder Tee und Kaffee. Also ich hoffe, dass vielleicht auch in Ihrer Stadt, wo Sie gerade herkommen, solche Aktivitäten stattfinden und dass Sie diese unterstützen. Und auf jeden Fall wird es darum gehen, auf diese UN-Generalvollversammlung hinzuweisen, auf den 6. und 7. November in New York. Und zwar wird dort am ersten Tag diskutiert über die Resolution Kubas, mit der Kuba zum wiederholten Male ein Ende der Blockade gegen ihr Land fordert. In den letzten über 20 Jahren, wo das geschehen ist, haben so gut wie alle Staaten der Welt gegen die Blockade gestimmt, also für die Resolution, die Kuba eingereicht hat. Meistens in den letzten Jahren waren es dann nur ein oder zwei Länder, die dagegen gestimmt haben, insbesondere natürlich die USA selber und dann der Helfershelfer, der Staat Israel oder die Regierung von Israel. Also das sind beschämende Aktivitäten. Und uns geht es dann darum, mit dieser Kampagne, mit diesen Aktivitäten im Umfeld der UN-Vollversammlung diesen Jahres auf diese Umstände hinzuweisen, auf diese Verbrechen oder wie die Kuba selber das sagt, das wäre ein Genozid, ein Völkermord, den die USA gegen Kuba verwenden. Denn sie unterbrechen die Öllieferungen, Medikamentlieferungen, viele andere Aktivitäten, und sie versuchen, Investitionen von ausländischem Kapital in Kuba zu verhindern und damit auch die Wirtschaft ganz, ganz zentral zu zerstören. Also wir wollten darauf hinweisen, wir gehen davon aus, dass Kuba natürlich wieder eine ganz breite Zustimmung erhält in der UN-Vollversammlung, und wir vermuten oder wir fürchten,
Das war symbolisch, die Hände gehoben werden von den sogenannten westlichen freiheitlichen Demokratien in New York, in der Generalvollversammlung. Aber, und das ist das Schlimme, das Unverschämte, diesen Beschlüssen oder diese Resolution folgt von Seiten der westlichen Regierung überhaupt keine Praxis. Es wird also gegen diese unverschämte imperiale Politik der USA nicht eingegriffen, sondern man kuscht, man lässt zu, dass deutsche Banken, sogar deutsche NGOs, Gelder nicht überweisen können, weil sie indirekt mit Kuba zu tun haben. Die Botschaft zum Beispiel von Kuba hier in Berlin kriegt zum Beispiel nicht die Möglichkeit, von Amazon oder von anderen Händlern Geschenke oder bestimmte Produkte sich liefern zu lassen, weil sie Kuba sind und so weiter. Es gibt so viele Fälle und das muss endlich aufhören, diese Ungerechtigkeit, diese Unverschämtheit. Und deshalb werden wir die Aktion Unblock Kuba in den nächsten Wochen durchführen und ich hoffe, Sie können da vielleicht teilnehmen und das auch zu unterstützen. Vielen Dank.